Ich möchte in diesem Statement meine eigene Einschätzung zu den Vorfällen in Chemnitz und am Stadtfest 2018 geben. Dies ist wie immer bei solchen Beiträgen meine derzeitige persönliche Meinung nach meinem besten Wissen und Gewissen, ohne zu behaupten, dass alles 100% wahr ist. Weil gibt es die überhaupt die absolute Wahrheit und es ist immer besser, sie bilden sich ihre eigene Meinung. Allem vorweg, ich bin stolz auf Chemnitz und auf den Großteil seiner Menschen, die Deutschen, die integrierten Ausländer und auch die integrationswilligen Ausländer. Was uns in den Vorfällen die bekannten Tatsachen? Auf dem Stadtfest gab es einen Toten und zwei Schwerverletzte. Die Täter waren islamische Migranten. Der Getötete hatte ca. 25 Messerstiche. Die Schwerverletzten hatten auch zahlreiche Messerstiche. Infolgedessen kam es dann zu Demonstrationen an den nachfolgenden Tagen. Auf den Demonstrationen für Pro-Chemnitz nahmen 6000 Teilnehmer teil, an den linken Gegendemonstrationen ca. ein Fünftel. Es gab insgesamt 20 Verletzte. Die absolute Mehrzahl der Verletzten war auf Seiten der Pro-Chemnitz-Teilnehmer. Die Minderheit der Verletzten war auf der Seite der Gegendemonstranten, der linken Gegendemonstranten, und zwei verletzte Polizisten waren zu beklagen. Das Fazit daraus: Die Gegendemonstration der Linken war wesentlich gewaltbereiter und gewalttätiger als die Seite von Pro Chemnitz. Was ebenfalls bekannte Tatsachen sind, ist die Situation in Chemnitz. Es gibt also No-Go-Zeiten, wo man in großen Teilen der Stadt als Frau oder auch als Mann inzwischen nicht mehr alleine lang gehen kann, ohne das Risiko einer Vergewaltigung oder eines Ausraubens bewusst einzugehen. Es gibt No-Go-Areas, das sind Bereiche, wo man da ganz täglich nicht lang gehen sollte als Frau, vor allen Dingen als Frau nicht, aber eben auch als Mann. Es ist allgemein bekannt, dass Anzeigen total nutzlos sind, die kosten nur unnötig die Zeit von dem, der es anzeigt und von der Polizei. Und es gibt generell schon seit Jahren die hetzenden überregionalen Medien, insbesondere auch von linksgrünen Politikern gegen Sachsen, gegen Chemnitz, gegen alles, was hier sich eventuell kritisch gegen Ausländer äußert. Was sind keine bekannten, bewiesenen Tatsachen, sondern wahrscheinliche Schlussfolgerungen zu dem Mord? Aus Quellen wie den Medien, aus dem geleakten Haftbefehl und aus glaubwürdigen Augenzeugenberichten. Der Anlass für den Mord war wohl ein Versuch eines Raubüberfalls, wie er inzwischen tagtäglich oder alltäglich in Chemnitz ist und regelmäßig stattfindet. Die Täter waren ca. 10 islamische Migranten, was im Umkehrschluss bedeutet, 7 bis 8 Mörder laufen derzeit noch frei rum. Parallel zu den Demos, am Rand der Demos, waren wieder zahlreiche dieser Messermigranten anwesend, wovon einigen durch die Pro-Chemnitz-Demonstranten die Messer abgenommen wurden und der Polizei übergeben, wovon man nichts in den Medien gehört hat. Die bekannten Tatsachen stützen sich natürlich auch auf ganz persönliche Erfahrungen von mir. Meine Tochter kam sehr häufig an, dass sie wieder von islamischen Migranten sexuell belästigt, beleidigt worden ist, angefasst worden ist und so weiter. Das war also nicht bloß regelmäßig in der Stadt, sondern auch an ihrer Ausbildungsstätte. Das war in dem Fall Don Bosco. Dort wird natürlich in so einem Fall ein Gespräch gesucht mit den Sozialarbeitern, die darauf dann fokussieren und hinweisen, dass es ja nicht zu einer Anzeige wegen Belästigung zu ihren islamischen Migranten kommt, weil die sollen ja maximal geschützt werden und man hofft, das alles unter der Decke erledigen zu können. Das nächste waren die Vorfälle direkt mit meinem Sohn. Freund von ihm ist also schon früher überfallen worden in der Stadt und ausgeraubt. Beim zweiten Mal waren er und seine, also mein Sohn und ihre Freunde mit dabei und konnten damit diesen Raubüberfall abwehren, zum Glück auch unverletzt und ohne Messerstich im Bauch. Der allerdings dann im Ethikunterricht bei ihm im Chemnitzer Schulmodell führte es natürlich sofort zu einer schlechten Note, als er sich auch kritisch hinsichtlich Perfektmalerei von Flüchtlingen geäußert hat und diese Vorfälle tatsächlich vorsichtig mit erwähnt hat. Das dritte, was ich hier erwähnen wollte, ist ein eigener Clubbesuch mit weiblichen Bekannten von mir. Und als wir dann zurückgegangen sind zum Parkplatz, wurden wir auch wieder von so einer islamischen Migrantengang nicht nur sexuell belästigt,
die in dem Fall die beiden Frauen, sondern auch ganz aktiv bedroht, sodass wir dann wirklich glücklich waren, dann doch noch ohne Vergewaltigung, ohne ernsthafte Verletzung unser Auto erreicht zu haben und nach Hause fahren zu können. Spannend war dann die Reaktion noch von dem Clubchef im Nachhinein. Ihr seid wohl wahnsinnig geworden, mit Frauen um diese Zeit nicht in einem Parkhaus mit Videoüberwachung zu parken, sondern an dem Parkplatz am Kiez, was sich direkt an der Zentralhaltestelle im Zentrum von Chemnitz befindet. Es wäre ja wohl bekannt, dass es derzeit lebensgefährlich ist. Das Weitere ist natürlich die persönlichen Erfahrungen in Freizeitstätten. Wahrscheinlich kann man da in fast alle hier gehen. Ich will hier bloß das Stadtbad, Skablenzer Freibad oder im Fitnessclub bei uns Sauna erwähnen. Das ist permanent an der Tagesordnung. Die Belästigung, Beleidigung, die Aggression islamischer Migranten. Frauen werden überall und angefasst von den Gruppen. Das passiert natürlich dann, wenn die Polizei geholt wird und alles nur per Zufall und war gar keine Absicht, nichts in der Art, sodass extrem viele No-Go-Areas für junge Frauen entstanden sind. Und all diese Belästigungen richten sich halt gegen mich und gegen andere und kann live täglich erlebt werden. Sodass es auch gar nicht notwendig ist, dass jeder nun unbedingt diese Sachen anzeigt, weil es ist einfach bekannt. Es kann jeder sehen, der sich in dieser Stadt bewegt, der sich nur ein paar Stunden in dieser Stadt bewegt. Und das große Problem ist, dass der Täterschutz und die Opferverhöhnung im Umgang mit muslimischen Migranten solche Ausmaße erreicht hat, dass es eben nicht mehr erträglich ist. Was natürlich offensichtlich ist, ist, dass die Polizei in Sachsen zu großen Teilen auch frustriert ist. Das erkennt man nicht bloß an dem geleakten Haftbefehl, sondern wenn man sich mit denen unterhält, auch daran, wie die Politik mit bekannten Informationen und Tatsachen umgeht, dass Täter unter islamischen Migranten immer wieder freikommen, dass Politik, Medien, Flüchtlingshilfen, Flüchtlingsorganisationen, Richter und Gerichte der Polizei grundsätzlich in den Rücken fallen. Ganz vorne sind da die Linksgrünen immer mit dabei. Und das ist natürlich frustrierend und auch nachvollziehbar, dass es frustrierend ist. Die Schuldigen wurden jetzt natürlich schnell in Sachsen bei der sächsischen Politik und bei der Polizei gefunden. Das sehe ich aus meiner Sicht komplett anders. Ich sehe die Hauptschuldigen für die Entwicklung in Sachsen und auch teilweise in anderen Regionen von Deutschland, vor allen Dingen in der Presse und den Medien an allererster Stelle. Das zweite ist natürlich die Politik der Bundesregierung. Der dritte Grund ist wahrscheinlich im Islam selbst begründet. Der vierte Grund sind die Migranten und ihrem Verhalten. Und der fünfte Grund, vielleicht kommt er auch noch ein Stückchen weiter vorher, sind Politiker vor allen Dingen aus dem linken und grünen Spektrum, sowie etliche Ethik- und Integrationslehrer oder Sozialarbeiter, die in der Integration von Flüchtlingen arbeiten. Der sechste Grund ist für mich die EU-Politik. Und beim siebten Grund kann man Nachlässigkeiten der sächsischen Regierung sehen. Der achte Grund sind für mich Gerichte und Gerichtsentscheidungen, die teilweise der Polizei in den Rücken fallen. Und erst danach, wenn überhaupt, würde ich die Polizei sehen, wobei ich dort gut die Frustration aus den letzten Jahren nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, das haben wir jetzt bei dem Vorfall gemerkt, dass Politik und Medien hyperventilieren vor Freude, wenn sie einen Hitlergruß sehen. Die mediale Aufmerksamkeit ist dann gewiss, so oben ohne wie bei Femen, funktioniert natürlich bei den Demonstranten nicht so gut. Und was machen Leute heute nicht alles für Aufmerksamkeit? Jeder kennt das aus den sozialen Medien. Das heißt natürlich, dass Provokationen wie der Hitlergruß oder der Mittelfinger der muslimischen Migranten am Rand der Demos nach einem organisierten Verbrechen aus ihren Reihen beides nicht in Ordnung ist und natürlich nicht geduldet werden sollte. Das kriminelle Verhalten großer Teile der muslimischen Migranten in Chemnitz muss gestoppt werden. Der Staat hat in den letzten 3 Jahren dabei nach meiner Einschätzung komplett versagt. Das Leben der Chemnitzer Bürger ist tatsächlich meiner Einschätzung nach akut gefährdet. Und dieses Staatsversagen muss schnellstmöglich beseitigt werden. Einfach damit Selbsthilfe nicht der letzte einzige Ausweg bleibt. Und die Hauptursachen liegen hier nicht in Sachsen, sondern beim Bund, bei den Medien und Linksgrün. Also zwei Überlegungen, die ich zum Abschluss noch einbinden möchte, ist zum einen eine Einschätzung zum Islam, weil ich den ja explizit in diesem Video häufiger erwähne. Der Islam, so wie er heute von der Mehrheit seiner Gläubigen gelebt und verstanden wird, passt meiner Meinung nach nicht zu einer freien und offenen Gesellschaft, also nicht nur in Deutschland.
Und eine weitere Frage, die sich mir in letzter Zeit deutlich häufiger stellt und auftaucht, ist die Frage, passen Ost- und Westdeutschland tatsächlich zusammen? Oder ist der Osten oder auch nur Sachsen das deutsche Katalonien? Das ist eine Frage meiner Meinung nach, über die man jetzt nach fast 30 Jahren ernsthaft nachdenken sollte.